So, Mike, ich habe gehört, du suchst einen Poncho. Ja. Ich habe hier einen sehr guten Tarnponcho. Der ist federleicht. Den kannst du ja gleich mal anprobieren. Und du könntest den jetzt mit ganz normalen, ja, geästen, sage ich mal, tarnen. So kann man ihn kaufen, ohne Blätter. Und dann kann man, je nach Wunsch, sich zusätzlich diese Blätter kaufen. In allen Farben. Oder halt diese Bänder hier und dann die noch mit reinflechten. Kommt drauf an, was willst du für eine Tarnung und wofür willst du sie verwenden. Das ist jetzt ein Poncho, der ist nicht wasserdicht, ne? Das muss man wissen. Und kannst damit so gut wie gar nicht aufgeklärt werden. Ein paar taktische Sachen darf ich jetzt nicht erzählen, aber ich kann nur sagen, dass die Wärme sich da drin speichert, du es sozusagen warm hast zusätzlich und er auch nicht schwer ist. Das heißt, wenn es regnet und so, wenn die meisten Tarnanzüge schwer, sehr schwer, und das ganze Gewicht immer mitzuschleppen, ist auch doof. Und der trocknet auch sehr schnell. Das ist zum Beispiel für das Gesicht. Fürs Gesicht, ja. Genau. Oder wenn du eine Kamera hast oder ein Gewehr, in Verlängerung zum Gesicht, kannst du dann das Gewehr oder die Kamera mittarnen. Verstehe. Genau. Das ist ein ganz neuer Poncho von Phantom Leaf. Man riecht es. Ja. Der muss jetzt noch eingearbeitet werden. Hier habe ich schon mal was rangemacht. Genau, um die Silhouetten zu brechen. Auch hier ist es egal, wie groß du bist. Kannst ein kleiner Mensch sein oder ein großer Mensch oder ein breiterer Mensch. Ein Poncho ist halt für jeden gemacht. Falls man jetzt sagt, okay, ich weiß nicht, ob die Klamotten mir passen. Okay. Ein Poncho wärst du rüber und bist sofort getarnt. Allein schon durch die Farben. Wunderbar getarnt mit dem Hintergrund. Boah, ist aber schwierig, da durchzugucken, du. Ja, das kann man auch wegnehmen sonst. Hey. Verschwinde denn mal. Tja, geil, ne? Und spürst du schon die Wärme da drin? Wenn du so hockst, ja. Ne, wenn, das ist ja quasi wie so ein Zelt. Das Gute bei diesem Poncho ist ja, hast du ja auch eben gerade gemerkt, der hat hier so eine Handschlaufen mit einem Gummi. Das heißt, deine Hände fixieren auch hier den Poncho. Das heißt, wenn du dich so bewegst, genau, dann bist du automatisch da getarnt. Bei vielen Ponchos hast du halt diese Befestigung nicht und dann ist der Poncho irgendwann mal umgedreht oder so. Aber hier passiert das nicht. Genau, du brauchst ihn nur hinhocken und schon bist du sozusagen getarnt, ohne dich umzuziehen. Und Wahnsinn. Das ist eine ganz schnelle Tarnung. So, und jetzt können wir halt hier... Und wenn jetzt noch die ganzen Blätter dran sind? Hier oben haben wir jetzt ein paar Blätter schon, um die violette Körpers zu verschleiern. Genau. Da siehst du noch aus wie ein großes Blattwerk oder einfach nur ein Gebüsch. Das ist jetzt der grüne Poncho, den habe ich jetzt nochmal im Braun und den gibt es nochmal so eine Art im Schneeponcho. Der ist ohne Blätter. Die Blätter und zusätzliche Sachen, die man anbringen kann, kann man kaufen. Und auch so gibt der Poncho schon eine sehr gute Wirkung. Vielen Dank, Mike. Mike, der erste Eindruck von dem Poncho, wie findest du den? Super. Absolut klasse. Und hier sind überall die Befestigungen, um ihn noch weiter zu tarnen. Weil jetzt haben wir erstmal nur die Farben. Und die reichen ja jetzt schon vollkommen aus. Und das Packmaß ist auch sehr klein. Das geht ja noch kleiner. Ja. Gut, wenn die Blätter nachher dran sind und so. Ja, so, da steht bestimmt Mike drauf, ne? Dieser fürchterliche Vogel. auf die Blätter zurückzuführen, wie gesagt, eine Packung sind immer 10 Stück drin. Da brauchst du ein paar mehr Packungen. So. Na ja. Hier sind halt diese Dinger und ich habe die am Anfang auch reingeschoben, aber wenn du dann wie beim Ilex hinten stehst oder dich hinhockst, kann es immer passieren, dass sie rausgezogen werden. Ja, ich weiß. Genau, und ab der Mitte mache ich dann immer... Ja. Einen ganz einfachen Knoten. Und ja, das sagte Mike ja gerade. Genau, somit haben sie auch schon die Form, dass sie ein bisschen abheben. Das und nicht so lose gegen hocken. Genau. Das sieht dann durch die Konturen, Brechung noch besser aus. Krass. Und da sind, wie viele sind da dran? Ne? Oh, da kannst du über 200 dran backen. An den braunen Poncho habe ich. Ja, das ist einmal durch. 20 Pakete mal 10. 200. 200, ja. Hier haben wir immer die Steintarnmuster, aber da sie auch weiß sind, kann man sie auch teilweise für Schneeponcho verwenden. Und dann habe ich hier nochmal braune Blätter.
dann halt für den Untergrund, also für den Fußboden mit den Blättern. Und dann sieht man hier auch gleich die Unterschiede. Ja. Krass. Gibt es leider nur ein 10er-Pack. Auch nicht so als komplettes Set oder Mischset. Aber die kann man theoretisch eigentlich auch mischen, ne? Genau, du kannst dir... Das ist so grün und... Also beide. Genau, du kannst ja alle drei unterschiedliche Pakete kaufen und dann alles in dein Poncho reinmischen, wie es dir beliebt. Und dadurch eine komplette andere Tarnwirkung erzielen. Und jetzt das sind jetzt diese drei Grundfarben. Ja. Achso, du hast alle drei reingebracht. Ja. Heftig, das sieht schon aus wie Moos oder so. Und wenn die jetzt noch dazwischen sind... Guck mal, die brauchst du bloß durchziehen und dann einfach nur... Und dann sind die Bomben fest. Ja, sehr schön. Geil. Schönes Produkt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich bin echt begeistert. Eins der besten. Nur das hier habe ich noch nicht ganz verstanden. Achso, du kannst... Also das kannst du verwenden, wenn du willst. Aber du kannst es auch lassen, indem du das... Hier hinten in der Kapuze haben wir... Da, wo man das normalerweise aufhängt, kann man diesen Tarnschal... Achso, und dann hängt er quasi innen drinne hinten runter und stört nicht mehr. Rein, genau. Mhm. Und wenn du dann da mit dem Kopf durchgehst, ist er hinten im Nackenbereich. Genau. Und stört dann nicht mehr. Ja, und die Lasche ist wahrscheinlich auch noch zum Umformen hier, ne? Dieses Gummiband. Das Gummiband kannst du vorne an der Kamera fixieren. Wenn du dann vorne die Kamera dran hast oder. Achso, ja, klar. Jetzt... So Leute, also das ist der erste Eindruck von diesem Poncho. Ich werde natürlich noch ein extra Video machen und den Poncho nochmal konkreter vorstellen, was man damit alles machen kann und wie man den am besten tarnt und aufbaut. Ja, vielen Dank Mike, dass du den angezogen hast für uns und ja, ihn getestet hast. Bin echt tierisch begeistert von dem Ding. Steht auch schon Mike 2 drauf hier, könnt ihr natürlich sehen, aber... Ja, freut mich, dass er dir gefällt. Ja. Gut, haut es mal rein, Leute. Ciao, ciao.